Es kommt immer ein Kapitel, dann kommt eine Junction, das heißt, dann kommen wir in die Sicht des Bösen. Und aus der Sicht des Bösen handelt auch die Live-Action-Show. Ding, das in mir drin wächst. Ich kämpfe schon seit 6 harten Jahren dagegen. Dr. Emeril arbeitete an einem Heilmittel für das Cronon-Syndrom. Sie war die Einzige, die mir die Medikamente verabreichen konnte, die meine Krankheit kontrollierten. Paul? Und Jack hat sie mir weggenommen. Wie zum Teufel konnte das passieren, Martin? Wie ist es möglich, dass Sie sie entführen konnten? Paul, Ihre Krankheit spricht aus Ihnen. Ich bin auf Ihrer Seite. Ganz ruhig, alles. Sie entführten sie. Ohne Sophia gibt es keine Hoffnung auf Heilung. Wir haben alles getan. Aber es gibt Kräfte innerhalb von Monarch, die gegen sie arbeiten. Ich glaube, Burke war nur die Spitze des Eisbergs. Das war nicht nur Joyce alleine. Sir? Wir haben Dr. Emeralds Laptop gerettet. Wenn Sie einen Blick darauf werfen möchten. Ich komme sofort. Das Schöne ist halt, das Spiel spielst du aus der Sicht des Helden. Und dann kommst du zu den Schlüsselsequenzen, wo ich du aus möchte der Sophias Sicht Zahlen durchgehen. Des vermeintlich Bösen. Wenn sie recht hat, dann verschlimmert sich der Riss deutlich schneller, als wir dachten. Und wenn du aus dieser Sicht spielst, verstehst du halt seine Bewandtnis, warum er das tut, was er tut. Ist das Rettungsboot überhaupt in einem aktivierungsfähigen Zustand? Sie versucht, sie zu überzeugen, dass ihr Zeitplan falsch ist. Warum? Damit sie sich beeilen und einen Fehler machen? Die Leute, die gegen sie arbeiten, sie könnte dazugehören. Ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Sind Sie bereit, den ganzen Plan dafür zu riskieren? Ich flehe Sie an, Paul. Warten Sie mit der Aktivierung. Lassen Sie mich klar Schiff machen, bevor das alles aus dem Ruder läuft. Wie wollen Sie fortfahren? Im Grunde ist es halt so, das Spiel ist aus der Sicht des Helden. Dann kommt die Schlüsselszene, wo der Bösewicht quasi eine Entscheidung trifft. Und die Live-Action-Show zeigt dann das, in einer Art TV-Serie das, was gerade auf der bösen Seite passiert. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze erstmal an. Jemand arbeitete gegen mich. Jemand aus meinem näheren Umfeld. Martin Hatch. Sophia Emeril. Ich konnte ihnen nicht beiden vertrauen. So, und jetzt kriegen wir beide Optionen gezeigt und was auch die Konsequenzen davon sind. Denn Paul hat die Fähigkeit, quasi in einer Vision dieser Zukunft zu sehen. Er kann sie zwar nicht komplett richtig deuten, aber er sieht Visionen davon. Ich will, dass er unverzüglich festgenommen wird. Ich habe neue Informationen über Martin Hatch. Martin war jahrelang mein engster Berater. Ich begann mich zu fragen, ob das ein Fehler gewesen war. Sophia war loyal. Das war sie schon immer. Ich glaube immer noch nicht, dass wir ihr trauen können, so wie sie die Gegenmaßnahme angeschaut hat. Sie weiß, wozu sie fähig ist. Sophias Forschung hatte mein Leben gerettet. Stärker konnte Loyalität nicht sein. Das ist Entscheidung Nummer 1. Entscheidung Nummer 2 ist, zu Hatch halten. Los, Emeril, reparieren wir eine Zeitmaschine. Ich sagte, ich versuch's. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass es Sophia war. Ich konnte es nicht ignorieren, trotz allem, was wir durchgemacht hatten. Sie wusste, ohne ihre Medikamente sind sie verloren. Und dann nahm sie weg. Wenn sie sich gegen mich gewendet hatte, mit all ihren Kenntnissen, könnte der Schaden unermesslich sein. Und diese Konsequenzen sind schon tiefgreifend. Und jetzt müssen wir entscheiden. Halten wir zu Emeril, die uns die Medikamente gegeben hat, oder halten wir zu unserem Assistenten Hatch? Das ist jetzt die Entscheidung, die im Chat getroffen werden muss. Und Servus Adolis, na Fremder, wieder im Lande? Zu Hatch halten, okay? Möchte Adolis auch noch was sagen, oder? Ich finde die Variante zu Hatch halten sehr interessant, wenn man sich an das letzte Serienvideo erinnert.
Aber ich werde es durchaus wahrscheinlich nochmal durchspielen und dann die andere Seite wählen, nur um die Live-Action-Serie zu sehen. Na gut, wir halten zu Hatch. Korrekt. Wir müssen den alten Plan einhalten. Ob Sophias Daten gut sind oder nicht, wir dürfen nicht abweichen. Wir wurden eindeutig kompromittiert. Stellen Sie ein Team zusammen. Finden Sie raus, mit wem sie arbeitet. Ich habe da schon etwas in dieser Angelegenheit. Das kommt direkt von den Sicherheitsaufnahmen. Gott, sie ist es. Wer? Sie, Martin. Sie ist eine unserer Angestellten. Wie zum Teufel? Wir sind zu groß geworden, um jeden Einzelnen zu durchleuchten. Wir konnten sie nicht identifizieren. Bis jetzt. Beth Wilder. Sie ist eine unserer Agenten. Wir haben schon ein Team auf sie angesetzt, aber... Wir können sie nicht töten. Noch nicht. Wie kann sie mit Jack arbeiten? Wieso kennt sie ihn überhaupt? Ich hatte recht, Paul. Wir können niemandem trauen. Wer weiß, wer noch mit drin steckt. Finden Sie es raus. Beth Wilder. Ich hörte ihren Namen zum ersten Mal. Aber sie ist da gewesen, in der Vergangenheit. Bow. Als alles begann. Sie war die ganze Zeit hier und hat von innen gegen mich gearbeitet. Und sie war nicht die Einzige. So, nur 25% meiner Freunde haben diese Entscheidung auch getroffen. Hello Titty alias Angel Game hat es genauso entschieden. Kiara hat Emeril vertraut, Midnight hat Emeril vertraut und Nutbubbles hat auch Emeril vertraut. Und nur 31% der Community haben sich für Hatch entschieden. Gut, dann bin ich gespannt, dann wünsche ich euch und mir jetzt viel Spaß bei der Live-Action-Show von Kapitel 3. Mit einem kleinen Rückblick. Die Medikamente, sie verlieren ihre Wirksamkeit. Sophia, mach dir nicht so viele Gedanken. Geh langsam rückwärts. Ich muss in das Labor. Da drin ist was, was ich brauche. Das Rettungsboot-Protokoll. Paul ist ein sehr gefährlicher Mann. Und es wird alles immer nur schlimmer, wenn wir ihn gewähren lassen. Hatch hat mich uns verraten. Sie war derart verängstigt, Martin. Wirke ich verängstigt auf Sie? Das ist Dr. Emeralds Bericht. Die Anomalien, sie treten immer häufiger auf. Was ist das? Eine chronongeschädigte Lebensform. Äußerst feindselig. Es ist Dr. Kim. Weg hier, weg hier! Nein, nicht weiter! Zieh dir einen an! Und weiter geht's. Quantum Break. Episode 3. Deception. Stunden nach dem Riss. Übrigens hat das Spiel mit der Serie zusammen als Produktion 4 Jahre gedauert. Ich muss zu Hatch. Und was hatte Burke damit vor?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was das Rettungsbootprotokoll ist. Es ist ein Zufluchtsort. Für eine Reihe von unentbehrlichen Mitarbeitern von Monarch, um eine Lösung zu finden, wenn sich der Sturm gelegt hat. Unentbehrliche Mitarbeiter. Das heißt, ich wäre auch auf dieser Liste, nicht wahr? Nein, nicht, wenn es nach Paul Serene geht. Er weiß den Wert seiner Leute nicht zu schätzen, gibt sich ganz seinen großen Idealen und Trugschlüssen hin. Wissen Sie, was ich für die schlimmste Idee auf diesem Planeten halte? Die Vorstellung eines Gottes. Allein schon der Gedanke. Ein Wesen mit so viel Macht. Der Fähigkeit, willkürlich zu geben und zu nehmen. Eine derartige Macht sollte man fürchten und nicht anbeten. Und doch glauben Menschen an ihn. Genau wie sie an Paul Serene glauben. Sehen Sie, das Furchterregende an Gott ist nicht seine Macht, sondern dass er durchdrehen könnte. Paul Serene ist durchgedreht, Charlie. Er hat eine Katastrophe ausgelöst. Er könnte sie aufhalten, aber er tut es nicht. Er will lieber die Welt enden lassen. Das Ende der Zeit. Und hier kommen wir ins Spiel. Es ist zu riskant, die Schlüssel zum Königreich nur einem Mann zu überlassen. Wir müssen uns absichern. Es gibt den sogenannten CFR. Das ist der Schlüssel für unser Überleben und er muss sicher aufbewahrt werden. Aber solange Paul der Einzige ist, der Zugang dazu hat, ist es nicht. Hätte ich Zugang zum CFR, könnte ich einschreiten, Monarch wieder auf Kurs bringen. Und wenn das geschieht, werden die Karten neu gemischt, Charlie. Und zwar neu gemischt mit Ihnen als meine rechte Hand. Ich wäre auf der Liste. Mit Sicherheit. Paul ist der Bösewicht, der Littlefinger aus Game of Thrones. Da müsste ich zurück zum Monarch. Eine solche Ausweitung der Zugriffsrechte kann nur von innen erreicht werden. Wie gesagt, ich empfehle, wenn ich es auf YouTube archiviert habe, sich das nochmal im Ganzen anzuschauen. Die Story ist richtig gut. Ihm schmeckt das nicht. Schmeckt gut. Ich habe die Insel komplett abgesperrt, aber das Pumpenhaus auf der Westseite ist mit einem Versorgungstunnel unter der Bucht verbunden. Niemand kennt ihn. Niemand wird sie sehen. Die Zeit läuft uns davon, Charlie. Sie sollten jetzt los. Ja. Commander Davis? Ja, Sir. Gehen Sie zum Labor. Es geht weiter. Das Erscheinen der Anomalien ist weiterhin unvorhersehbar, aber sie dauern an. Sporadisch, aber permanent. Ich muss sicher sein. Wenn ich das Protokoll einleite, gibt es kein Zurück. Mr. Serene, bei so etwas gibt es keine Gewissheit. Wir haben keinerlei Erfahrung damit. Wie lange? Wir haben nur Dr. Emeralds Simulationen. Ohne ihre Bestätigung ist es schwer zu sagen. Sagen Sie mir einfach, wie lange? Das Joyce-Feld könnte innerhalb von 8 Stunden kollabieren. Mr. Serene, wenn Sie fortfahren wollen, müssen Sie jetzt eine Entscheidung treffen. Charlie! Fiona! Hey, mein Freund, wo willst du hin? Du hattest recht.
Die Zeit endet, wie du gesagt hast. Und das Rettungsbootprotokoll? Es ist ein Ort. Er wurde gebaut, um die Leute vor dem Riss zu schützen. Das Problem dabei ist, es gibt eine Liste und jeder, der nicht draufsteht, ist so ziemlich im Arsch. Wenn wir es zurück aufs Festland schaffen, kann ich uns auf die Liste setzen. Uns alle. Diese Insel ist komplett abgeriegelt. Wie soll das gehen, Charlie? Es gibt einen Tunnel. Hey, hörst du, wenn du mich dieses Mal wieder anlügst, ich schwöre ich... Lass mich los. Ich bin es leid. Ich weiß nicht, warum du das alles tust, aber ich muss deinen Namen nicht auf die Scheißliste setzen. Was haben sie gemacht? Gehen wir gut. Ich sag dir, warum du mich auf die Liste setzen wirst. Ich habe eine schwangere Frau zu Hause. Und sie ist das Einzige, woran ich im Moment denken kann. Und wenn du verhindern willst, dass ich sie beschütze, dann schwöre ich bei Gott, nächstes Mal wirst du nicht wieder zu Atem kommen. Du gehst vor. Noch 5 Minuten, Mr. Hedge. Ich werde dich befreien, mein Freund. Deine Gefangenschaft bedrückt mich. Es ist Zeit, dass du zu den anderen zurückkehrst. Zurück in die Unendlichkeit. Welchen Monat ist sie, Ihre Frau? Im 3. Glückwunsch.
Wir sind unter der Bucht. Liam? Seid ihr okay? Ja. Ja, und du? Alles gut. Runter auf den Boden! Runter! Hey, nein, 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 wir gehören zu Monarch! Habt ihr mich verstanden? Nein! Auf den Boden! Hey, nein, 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 hey! Ich hab die Meldung gemacht. Ich gehör zu Hatch. Wincott. Ja. Wer ist sie? Sie ist Kronon-Wissenschaftlerin. Sie ist wichtig. Wir müssen sie sofort zu Monarch bringen. Bitte. Mach, dass sie hier rauskommt. Sofort! Ja. Fuck. Fiona. Fiona. Fiona, du musst mir zuhören. Hey! Du Arsch, du hast ihn umgebracht! Scheiße. Hey, ich wusste doch nicht, dass sie ihn gleich erschießen. Was hätte ich denn tun sollen? Hä? Du hast mich verarscht und hier dann entführt. Hier geht's nicht um dich, Charlie. Brauchst du gerade den Wagen? Mach einfach, dass du wegkommst. Nein, du brauchst mich. Ich hab, was ich von dir gebraucht habe. Ja, das bin ich schon gewöhnt. Mach doch endlich die Augen auf! Das Ende der Welt steht bevor und ich versuche, es zu verhindern. Ja, eine echte Heldin. Fick dich. Eine Krankenschwester. Bin gleich da. Burke, du Schwein. Weißt du, ich werd's genießen, deine Frau kalten. Oh. Sag nicht, deine Schwester hier extra an. Commander Davis. Davis und sein Team. Gute Männer. Monarchs Elite. Paul? Paul? Paul. Und meine Medikamente? Ich fürchte die auch. Sie wissen, was das bedeutet. Sie können nicht mit Sicherheit sagen. Ich bin ein toter Mann! Weg! Er will mich dafür büßen lassen. Er will mich leiden lassen. Bis zum Ende. Joyce und Wilder. Aber was mich beschäftigt, wer hat sie in Kims Labor gebracht? Was ein Wichser.
Sie war dort, während sie als vermisst galt. Sie wusste, wo ihre Medikamente waren. Sie wusste, wie kompliziert ihre Krankheit ist. Und sie wusste, dass sie ohne die Medikamente sterben würden. Sie hat sie entwickelt. Und dann nahm sie sie ihnen weg. Sie müssen sie finden, und zwar sofort. Und was soll dann mit ihr geschehen? Das entscheide ich, wenn sie wieder hier ist. Also das Drehbuch ist gut. Liam? Hey, Kumpel. Hm. Schön, dass du es geschafft hast. Ich habe gerade deiner Frau erzählt, wie besorgt wir alle waren. Emily. Wir müssen gehen. Gehen? Wozu die ein? Emily. Komm. Fahrzeuge da. Emily, gib mir die Schlüssel. Gib mir die Schlüssel, Emily. Lass mich in Ruhe, lass Emily, mich in Ruhe. Hör mir zu. Hör mir zu, bitte, bitte, bitte. Das ist nicht mein wahres Ich, das ist nicht. Du musst mir glauben, ich habe mich nie gut dabei gefühlt. Ich habe mich nie gut dabei gefühlt. Aber es ist das Einzige, was ich kann. Und als ich zurückkam, wusste ich einfach nicht, was ich tun soll. Und Monarch hat sich das zunutze gemacht und sie gaben mir Arbeit. Und ich schwöre bei Gott, ich habe es nicht ausgehalten, allein zu sein. Und so bin ich immer dienstags und mittwochs die Straße entlang spaziert. Denn es waren die einzigen Abende, an denen die Barkeeperin nicht zum College musste. Und ich habe mir jeden Abend geschworen, dich anzusprechen. Und ich brauchte ein ganzes Jahr dafür. Emily, bei Monarch bekam mein Leben Struktur. Mit dir bekam es Sinn. Ich tat es, um dich zu schützen. Und um uns zu schützen. Unsere Familie. Ich tat das alles für unsere Familie. Aber Emily, du musst auf mich hören. Etwas Schreckliches wird geschehen. Und ich werde dir alles erklären, aber wir müssen jetzt los. Wir müssen sofort weg. Bitte. Bitte lass mich dich.
Ein letztes Mal. Beschützen. Bitte. Bitte. Ich bin's doch. Ich bin's. Bitte. Ich bin's. Okay. Wir müssen los. Wir müssen sofort weg, okay? Hier ist Pierce, ich bin am Standortlabor, Sir. Ich habe neue Informationen über Martin Hedge. Wer ist der Verräter? Ich will, dass er festgenommen wird. Unverzüglich. Ende. Episode 3.